und natürlich unser nächsten Fortuna Düsseldorf. Ja, knapp 6000 Fans und natürlich begrüßen wir den gesamten Verein, alle Vorsitzenden, der Gremiumsmitglieder von Fortuna Düsseldorf, ganz genauso wie auch alle Schalker bei uns hier zu Hause in der Arena sozusagen. Ja, Schalke mit dem Fortuna Düsseldorf könnte man so sagen, ein Klassiker, weil von früheren Zeitpunkten kann man nachgelesen, 1933 war es, da war Fortuna Düsseldorf deutscher Meister, damals im Finale Schalke in Köln wurde gespielt, glaube ich, 3-0-Sieger. Ich glaube, es war das damals ein ganz besonderes Ereignis für Fortuna Düsseldorf. Heute geht es mehr oder weniger um 3 Punkte dieser 2. Liga. Schalke natürlich Punkte gegen Anstieg, hier von 100 Punkte den Aufstieg. Ja, und da sich die Situation natürlich ein bisschen verändert, auch durch heute Nachmittag. Da ist Frau Gewinn in Braunschweig, da hat er schon an ihrem Ballergebnis gerechnet. Und nach wie vor das Ergebnis: Kiel verliert gegen Kaiserslautern, das ist für uns schlecht. Die Fortuna aber nutzt gleich als die Chance, noch 3 Punkte an Kiel oder an Platz 2 anzuspringen. Nochmal ein bisschen Motivation. Am Ende des Tages wissen wir noch nicht, wie es ausgeht. Das ist auch klar. Also beide Mannschaften, für beide Mannschaften, beide Teams steht natürlich eigentlich auf dem Spiel, das ist klar. Und den letzten Sieg im Spiel zwischen Schalke und Düsseldorf sehr viele Tore in insgesamt 3 Punkte. Ja, und auch dieses Jahr ist von zwei Mannschaften sehr viele Tore zu schießen. Vor allem die Auswahl sind zu stark, müssen wir aufpassen. Zwei beste Auswärtsmannschaften, 8 Siege und 3 Spiele verloren, also schwer zu schlagen. Andererseits haben wir vor St. Pauli auch gesagt, wir haben bis 3-1 ein Saisonspiel verloren. Bis hier war und, der Unterschied zwischen Köln und Düsseldorf und Schalke ist ja richtig, weil die eigene Laune wäre, das ist auch noch mal wieder unten. Und das liegt alles nur an der Leistung auf dem Platz. Ja, auch der Punkt im 19 an der Zahl, der hat sich ist der Unterschied. So, das Wort noch bei Königs Blaues, gerade in den Kommunen, hier gibt es nochmal einen lieben fetten Aufholungsapplaus aus der Kurve, das ist klar. Eine Stimme habe ich noch von keinem derartigen Trainer im Gegensatz zum Endspiel. Ah, da war es schon ein Klatsche für Schalke. Wollen wir es diesmal auf jeden Fall besser machen? Aber natürlich, wir müssen aber einen verspätet Geburtstagsgrüße und loswerden. Marcel Sobotka, geltender Junge, lange ist nur viel gespielt in der Jugend, ist vor 2 Tagen 30 Jahre jung geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Marcel. Ja, wir kommen dann zur Bilanz. Die Heimbilanz hier zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. 19 Mal ist der Sieger FC Schalke 04. Es gab 9 Unentschieden und 5 Mal ein Auswärtssieg. Für Fortuna Düsseldorf. Also, Bilanz spricht klar für uns, soll noch besser werden. Ich würde sagen, wir kommen zur Mannschaftsaufstellung des Gastes, Jörg, des Rheinbads, die Fortuna. Jo, auch heute diese Mannschaft, überraschend mit dem Torwart, 33 Florian Kastenmeier. Wir sind Trainer Pierre-Yves Merat, die 7 Christoph Zollig, die 8 Christian Bergmann Johannesson. Die 9, Vincent Ferrey, die 11, Felix Klaus, die 15, Tim Oberdorfer, die 19, Emanuel Joa, 23, Schinter Adelkamp, 25, Matthias Zimmermann, 30, Claudine Weiß, So, komm mal, die Flieger wieder weg. Taub und auf Schalke. Und Kölner Kenner, das ist hier Patrick Anselbauer, Frederik Asmund. Und das ist natürlich an dieser Stelle immer einen sportlich fairen Verlauf. Geworden. Es ist ja auch unsere Geschichte, machen wir uns nichts vor. Deswegen immer wieder ein toller Moment, auch wenn wir das Licht heute noch nicht ausmachen werden, weil draußen immer noch zu hell ist oder schon zu hell ist. Dennoch, unser Steigerlied gehört vor dem Anspiel, auch heute gegen Fortuna Düsseldorf. Auf jeden Fall
dazu. Holt eure Schals aus, eure Grubenlampen, eure Taschenlampen, alles das, was es ausmacht. Holt eure Schals aus. Alle zusammen auf die Fahnen und zeigt eure Trikots. Das Steigerlied. Glück auf! Der Steiger kommt. Haus raus! Ja. Sicher, ich auch.
Mikkel, Tom! Und unser Chefcoach. Toi, 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 alles Gute. Karel! Yeah! Bitte! Auf! Yeah.
erleben natürlich die ersten Minuten mit. Schalke gegen Fortuna Düsseldorf ist gestartet. Thank you.
Genau.